Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Franken-Map. So, der Helfer ist fertig. Deswegen fahren wir mal locker flockig jetzt zum Hof, ne? Ah ja, der hat das, glaube ich, auch ganz ordentlich gemacht. Muss man ja mal dem Helfer hoch anrechnen. Echt, hat er gut gemacht. So, dann gucken wir uns mal die Neuerung auf dem Hof an. Wie versprochen in der letzten Folge. Habe ich das erledigt. Es hat fast ganz gut geklappt. Also ich kann da zumindest jetzt so mit leben. Dass wir das... Oh, hallo? Dass wir das jetzt so haben. Jetzt heißt es Futtermittel rankarren. Dass wir das auch in Betrieb nehmen können. Und Tiere kaufen, ne? So, schön rum hier. Ist zwar nicht schön, aber es ging leider nicht anders zu platzieren, wie es jetzt steht. Also hier vorne, gehen wir gleich gucken. Ist jetzt unser neuer Schweinestall. Jetzt bin ich auch voll Schitte gefahren, ne? Habt ihr gesehen, oder? So, kommen wir schon vorne rum. Oh, passt. So, die stellen wir mal weg. Waschen können wir dich immer noch. So, du fahr mal vor. Ich glaube, wir werden gleich mähen. Das ist das Klügste. Wir brauchen Futtermittel. Aber erstmal gucken wir uns das jetzt an. So. Geh mal aus. Du geh mal runter. So, wir gucken uns das mal von oben an. Aber dazu brauche ich leider das Ding. Ja, hier ist die Pferdezucht hingekommen. Okay, man hat hier immer Terrain-Anhebung. Ich habe das auch versucht anzugleichen. Es ging nicht besser. Und der Schweinestall, tut mir leid, der ließ sich nicht anders platzieren. Den kann man nur so in diesem Raster, in diesem 5, in diesem, was ist das, 90 Grad Winkeln platzieren. Und deswegen steht er jetzt ein bisschen bescheiden hier am Hof, hier mit der Anhöhe. Da kann ich mit leben. Wir können zur Not hier noch ein kleines Silo hinsetzen. Also, ich finde es so in Ordnung. Und der Stall, finde ich, ist echt Bombe. Also den haben sie echt gut gemacht. Der gefällt mir richtig gut. So hier mit Buchten. Da können die Schweine nach draußen. Da hinten schützt sie Schweinefutter rein. Also der ist richtig gut gemacht. Und deswegen finde ich den echt Bombe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab an den Modder, die den gemacht haben. Ich finde, das hat sich gelohnt. Wir sind da jetzt... plus minus null rausgegangen. Ihr seht, wir haben weniger Geld. Oh, hat den Gang gar nicht rausgenommen. Aber so kann ich damit leben. Und deswegen fangen wir jetzt mal an, Futtermittel für die Pferde zu machen, dass wir uns Pferde rankarren können morgen. An dem morgigen Tag. Dass wir heute noch pressen. Okay, dann brauchen wir noch einen Ballenwagen für Heu. Den können wir gleich... kaufen. Aber ich muss auch irgendwie noch ein Heulager platzieren oder so. Ich muss doch mal gucken. Ich habe da nämlich noch eine geniale Idee. Oh, ey, Mann, er schläft ein beim Rückwärtsfahren, wa? Immer dann, wenn du es eilig hast und einen Plan hast, dann schläft er ein beim Rückwärtsfahren. So, und hier, so können wir damit leben, ganz ehrlich. Also ich kann das zumindest. Ich finde nun, dieser Stall, den sollte man mit reinnehmen. Der hat es echt verdient. Bombenstall. Ich sehe gar nichts nach hinten. Kommen wir raus? Ja, wir kommen raus. Also mit dieser Kombi habe ich auch noch nicht gemäht. Das ist auch für mich jetzt hier eine Premiere. Ich bin gespannt, wie das mit dem gezogenen Mähwerk überhaupt geht. So zu mähen. Weil das
fährt ja ein bisschen hinterher. Im Real Life auf dem Lehrbetrieb habe ich mit einem gezogenen Mähwerk gemäht. Also ich finde, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das echt eine feine Sache. Oh, spritzen müssen wir auch noch. Oh, 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 aua. Jetzt kommt die Arbeit wieder Schlag auf Schlag. Ja, ist normal. Zumindest schon mal anfangen zu mähen. Und wir haben das hintere noch angewählt. Mach mal eben das vordere. Wenn wir denn da hinkommen. Oh, wir nehmen erstmal den ersten Gang. Hallo, das gehört mir hier. So, das hintere aus. Das mache ich aber erstmal in der Außenansicht gleich. X. Hat der einen zu weit geschaltet? Klopp dich mal aus da hinten. Er ist auch ein Wuchtbrummer, wa? Dann legen wir mal los, wa? Oh, da zieht er ganz gut hinterher. Oder meint ihr? Warum hatte der gerade Aussetzer? Die Kombi scheint gar nicht schlecht zu sein, oder was meint ihr? Oh, da kannst du sogar mit reißen, seht ihr das? Kannst du richtig Gas mitgeben. Bleibt ein bisschen was stehen, ne? Wenn du so Kurven fährst mit dem gezogenen Mähwerk. Wahrscheinlich ist das in der Kombi nicht so genial, wenn man außen drum zumäht. Aber doch, das gefällt mir, ey, ganz ehrlich. Feine Sache. Oder meint ihr? Ist doch eine schicke Kombi. Ich finde schon. Wenn man jetzt noch aufpasst, wo man hinfährt, geht das besser, ne? Wir hätten wahrscheinlich andersrum losmähen sollen. Oder ich muss andersrum fahren. Seht ihr? Da lässt er ein bisschen viel stehen. Weil er halt anders einschlägt. Aber wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen. Das ist. Kommst du auch wieder auf Drehzahl? Dritte Gang ist wohl doch zu schnell, wa? Ah, jetzt sieht man das gerade schlecht. Wo die Feldgrenze ist, aber es gehört uns ja eigentlich alles. So rum zieht er es besser nach, ne? Aber ich mag nicht anders rumfahren. Man muss ja immer so aufpassen. Boah, der hat aber früh ausgehoben. Der hat aber früh ausgehoben. So. Boah, braucht der lange, bis der Quark kommt. Sehr. Schick, schick. Oder was meint ihr? Ist doch ein feines Mähkombichen. Hä? Zieht er locker flockig? Hätte ich nicht gedacht. Mit 14 km/h können wir locker flockig leben. Ey, es ist ganz schön schnell.
So, dann hier wieder drin. Vielleicht kriegen wir dann heute noch gepresst. Aber ich muss noch was gucken. Ich brauche noch eine Scheune mit Bogen. Ich glaube, ich habe sogar eine drinne. Wenn ich die noch an den Hof platziert kriege, wäre cool fürs Gameplay. Ich glaube, das machen wir auch noch. Oh, schicki feini mäht er hier ab, ne? Schicki feini mäht er hier ab. Kriegen wir sogar in Eimer rein, ne? So, dann fahren wir zurück. Oh, ich habe das hintere Mähwerk ausgewählt. Das passt mir ganz gut. Nochmal eben alle runter. Jetzt wird das hier noch so ein bisschen weggemäht kriegen. Muss ja nicht alles stehen bleiben. Doch, da kann man mit mähen. Ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das gar nicht so eine schlechte Kombi in meinen Augen. Nur man muss sich da jetzt wieder dran gewöhnen, dass der da so hinterher zieht und halt einen ziemlich großen Radius hat. Weil ich glaube, normal mäht man nicht mit Frontmähwerk, wenn man das gezogene Mähwerk hinten dran hat. Weil der Arm ziemlich breit ist. Doch, 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 doch. Da sagt der Onkel, das ist gar nicht schlecht. Das gefällt den Onkel. Das mache wohl leid. Oder was meint ihr, Freunde? Das ist so eine coole Kombi, oder? Boah, ey, das wird ganz schön knapp mit der Zeit, ey. Beide Wiesen mähen ist 8. Eine Wenden, beide Schwaden. Das geht ganz schön in die Zeit, ey. Ich mag nicht im Dunkeln pressen, ne? Ja, Christian Enter mit. Oh, hat er wohl mitgenommen, wa? Dass jetzt hier noch was stehen bleibt, das liegt auch so ein bisschen am Terrain. Da kannst du nichts dran ändern. Aber da sag ich auch gar nichts gegen. Wenn du eine Map machst, dann siehst du da auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Und kannst nicht auf alles achten. Deswegen habe ich da kein Problem mit. So, Hackengas. Hier auf dieser Wiese machen wir Silo und auf der anderen machen wir Heu. So war zumindest bis jetzt der Plan. Das hinhaut, das werden wir sehen. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn man einen Plan hat, dass er auch hinhauen sollte. So, Freunde. Wenn es bis hierher euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann drückt den Daumen einfach nach unten. Ich finde, es ist wichtig für die Interaktion des Kanales, ein Däumchen da zu lassen. Wenn ihr dann nichts mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf den Abonnier-Button
aktiviert das Glöckchen und ihr verpasst nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.